Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zauberer und Prinzessin. Ja, ich glaube. Oh, es gibt ein Inventar. Ich schaue mich nur mal Fähigkeiten. Oh, sexy. Attribute. Aha. Achso, es kostet so ein paar Notizen. Nichts. Oh, das ist ein bisschen was. Ich glaube, das hat schon ein bisschen was an Länge. So. Ja, machen wir mal dieses erste Gebiet. Also, hier ist ein. Wie hört sich das an, ne? Das hört sich doch an wie ein Wolf, oder? Ja, passt mal auf. Wir werden gleich herausfinden, was das ist. Achtung, Quicktime-Event, das ist auch cool. Drücke schnell genug die angezeigten Tasten, damit Alice hier beim Klettern nicht abrutscht. Ja, Quicktime-Event und so. Rechts. Links. Oben. Oder haben wir's? Keine Soundeffekte aus Zelda oder so, nein. So, und was ist das? Das ist kein Wolf, es ist ein... Die Haselnuss wurde dem Eichhörnchen gegeben. Ein Eichhörnchen. Stock erhalten. Ja, ja, das ist klar. So, mit dem Stock machen wir Folgendes. Ja. Wir lassen diesen Stein nach unten fallen. Du brauchst den Stock nicht mehr. Er wird automatisch abgelegt. Ja, ja, das ist ja, relativ logisch. Da ist eine Schleuder. Warum die im Wald liegt, weiß ich nicht, aber ist halt so. Und wieder rüber. So, und mit der Schleuder zerschießen wir jetzt das, den Stock. Du brauchst die Zwille nicht mehr. Du brauchst die Zwille nicht mehr. Sie wird automatisch abgelegt. Und dann fällt mir auf, ich könnte den Timer anmachen. Hallo, Timer. Danke, Timer. Tschüss, Timer, und los geht's. Durch den Wald. Noemi? Was macht sie im Wald? Das ist die Frage der Fragen. Hallo? Oh. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht erschrecken. Was machst du hier? Wieso bist du in den Wald gekommen? Verschwinde wieder. Das Bild flackert? Okay. Tut mir leid. Also, falls ich störe. Das ist doch die Idee von diesen Zwillingen, oder? Ach, vergiss es. Lass mich einfach in Ruhe und geh wieder. Okay. Diese Pilze, das sind Fliegenpilze. Die sind giftig. Ja. Das weiß ich. Deswegen habe ich sie eingesammelt. Oh, ein Zettel. Warte! Du hast etwas verloren. Nein, dein Rezept für Zaubertrank. Lach ruhig. Nein, das würde ich nie tun. Ich kann ja verstehen, dass sie schlecht gelaunt ist, aber was kann ich für Hannah und Lara? Alles? Ob Noemi wirklich im Wald lebt? Nein, unmöglich. Ich habe gehört, dass einige im Dorf wohnen, aber nicht mitten in der Wildnis. Hier gibt's ja nicht mal einen richtigen Weg. Ja. Eigentlich ist das ja auch nicht nett, wenn ich hier einfach so folge. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass wir beide das gleiche Ziel haben. Ist das so? Ich dachte, sie wollte Fotos machen. Oh, ein Haus aus Essbarem. Was ist das? Das ist ein Scherz, oder? Ein richtiges Lebkuchenhaus, wie aus einem Märchen. Wo ist die versteckte Kamera? Im Teich. Zumindest dein Fisch. Noemi ist wirklich ins Haus gegangen. Und jetzt? Die warten doch nur drauf, dass ich zum Haus gehe und das ungläubig anstarre. Nachher kommt noch eine Hexe mit Buckel und Katze auf dem Rücken raus. Aber die Fotos. Die Fotos. Wenn sie mich wirklich filmen, werde ich ihnen klipp und klar sagen, dass sie das nicht ausstrahlen dürfen. Das ist mein gutes Recht.
als ob ich den Mut dazu hätte. Wow. Wow. Diese Requisite sieht wirklich täuschend echt aus. Das kann aber nicht sein. Oder? Doch. Alles kann sein. Es schmeckt wirklich wie Zuckerguss. Aber so ganz überzeugt bin ich noch nicht. Ich probiere noch ein Stück. Aha. Vielleicht noch ein letztes. Aha. Ohoho, Moment. Ohohoho. Da hat jemand einen großen Appetit. Passt das? Ich probier's nochmal. Da hat jemand einen großen Appetit. Mehr oder weniger. Ich bin damit zufrieden, so. Ah! Entschuldigen Sie, ich wollte Ihr Haus nicht. Jetzt bin ich doch drauf reingefallen. Das macht doch nichts, mein Kind. Ich freue mich über jeden Besuch. Tritt ruhig ein. Aber ich möchte Ihnen keine Umstände machen. Das machst du nicht. Das machst du nicht. Ich werde dich essen und dann werden alle glücklich sein. Du hast doch bestimmt Hunger. Komm herein. Komm herein. Ja, dann lass es nicht zweimal fragen. Eine Maus. Bist du eine Freundin von... Nee. Bist du eine Freundin von Noemi? Nein. Wir kennen uns nur flüchtig. Was macht Noemi denn hier? Sie ist meine Schülerin. Schülerin? Oh. Was ist dein Abenteuer? Hörst du denn auch genug? Ich dachte eigentlich immer, das ist sogar zu viel wiege. Nein, nein. Ihr jungen Mädchen macht euch viel zu viele Gedanken über euer Gewicht. Es ist wichtig, gut zu essen. Ich werde dir gleich etwas machen. Und dann werde ich dich essen. Oder so. Das ist wirklich nicht nötig. Ich habe im letzten Monat sowieso schon ein Kilo zugenommen. Ein paar Pfunde mehr werden dir nicht schaden. Komm mit. Komm mit. Ein paar Pfunde? Willst du mich mästen? Ja. Und dann essen. Ja. Ich habe mich also nicht verhört. Was willst du hier? Warum lässt du dich nicht von diesen Schlampen einspannen? Was haben sie jetzt wieder vor? Reicht es ihnen nicht, sich in der Schule über mich lustig zu machen? Nein, deswegen bin ich nicht hier. Moment, das war... ja. Es ist wegen der... Schülerzeitung. Warum besteht das Haus eigentlich von innen nicht aus Lebkuchen? Seems legit. Ich soll ein paar Fotos mit der Kamera. Das ist ja noch schlimmer. Gib mir sofort die Kamera. Ach, Noemi. Ach, Noemi. Nun sei doch nicht so garstig. Du möchtest unseren Gast doch nicht verjagen. Sie hat sich auf den weiten Weg hierher gemacht. Mag der Grund sein, was er will. Nun möchte ich zumindest ein leckeres Mahl anbieten. Führe sie bitte ins Esszimmer. Es war dumm, von dir hierher zu kommen. Hm? Was meint sie damit? Sie wird dich essen, Mann. Es war mir fast unangenehm, als die alte Frau so viel für mich gekocht hat. Aber das Essen war wirklich lecker. Ja, jetzt hat sie plötzlich eine männliche Stimme, ja. Oh, entschuldigen Sie bitte. Noemi hat mir erzählt, dass du dich für das Haus interessierst, Alicia. Das stimmt. Wenn du möchtest, führe ich dich etwas herum. Ja, vielen Dank.
Also hier haben wir ein Schlachthaus, dort eine Metzgerei. Das hier ist der Keller. Moment, nein. Das hier ist der Keller. Ich dachte, dass hier, wenn ich später Fotos mache. Fotos? Ich meine Bilder mit der Kamera. Nur zu, nur zu. Wir sind ja auch gleich durch. Dieser Keller wurde früher als Kerker benutzt, oder? Nein, der wird immer noch als Kerker benutzt, aber ja. Nicht nur früher, nicht nur früher. Was soll das? Machen Sie bitte die Tür wieder auf! Das geht ja gar nicht! Ich werde Sie anzeigen! Keine Ahnung. Das geht leider nicht, sonst läufst du mir ja weg! Das geht jetzt zu weit! Ich habe die ganze Zeit mitgespielt, aber... jetzt... nicht mehr! Sagen Sie bitte, dass das nur ein Scherz ist! Ein Scherz? Nein, nein. Es ist todernst, mein Kind. Du hast doch nicht gedacht, dass du das Essen umsonst bekommst. Ich sollte bezahlen, aber ich habe nichts bei mir. Ja. Anschaffen gehen, würde ich sagen. Ich meine, sie hat ja ihren Körper, ja? Hi. Doch, doch. Das hast du. Leckeres, zartes Fleisch und eine knusprige Haut. Ja, sag ich doch, anschaffen gehen. Ich musste dich nur noch ein wenig füttern und mästen. Nun entschuldige mich aber erstmal. Ich muss dir ein leckeres Abendbrot zubereiten. Nein, warten Sie. Ich will nicht gegessen werden. Hier ist irgendwo eine Kamera, oder? Das ist doch ein schlechter Scherz. Ja. Warum ist da ein Schrank? Ich will den irgendwie öffnen, aber... Das ist wirklich übertrieben. Ich meine... Ich glaube, meine Stimme stirbt. Ich meine, jeder hat in so einer Situation Angst. Selbst wenn sie total absurd ist. Sowas wie menschenfressende Hexen gibt es doch nicht. Ihr könnt mich jetzt rauslassen. Ja, irgendwie nicht. Bitte. Nein. Was war das? Hat sich das Genick gebrochen? Ein Messer? Oder eine Taschenlampe? Nur ein Nussknacker. Ein Nussknacker. Okay, von mir aus. Etwas mehr Begeisterung. Nee. Etwas mehr Begeisterung, bitte. Ich bin immerhin hier, um dir zu helfen. Oh! Au, sei doch nicht so grob. Ich bin zwar aus Holz, aber kaputt gehen kann ich trotzdem. Das ist unmöglich. Ein Nussknacker kann nicht sprechen. Der kann es schon. Ja. Ach, ach ja, mit wem redest du denn dann? Wie eine Bauchrednerin siehst du ja nicht aus. Wer will das wissen? Wie sieht denn eine Bauchrednerin aus? Sehen die irgendwie anders aus als andere weibliche Personen? Ich glaube nicht. Vielleicht bist du einer dieser modernen Roboter aus Japan. Ja, vielleicht. Dabei hat sie gesagt, dass du Fantasie hast. Ich bin weder ein Roboter, noch komme ich aus Japan. Wo das auch immer liegt. Ja, so in Asien. Auf einer Insel. Dort, wo ich herkomme, können Nussknacker sprechen. Katzen fliegen und Frösche tragen lustige Hüte. So wie ich. Wie dem auch sei. Du möchtest bestimmt aus diesem Keller flüchten. Nee, ich will gegessen werden. Was will der von mir? Dort hinter der Wand ist ein Geheimgang. Aha.
Du kannst mir schon vertrauen. Schau einfach nach. Da ist wirklich einer. Wenn Ash will, dann muss Knacker sie auch essen. Hm? Dann geh ich mal. Hast du nicht etwas vergessen? Vielen Dank. Nicht das. Du sollst mich mitnehmen. Ja, ganz einfach. So. Oder er vergewaltigt sie jetzt. Das kann auch sein. Theoretisch. So, ich bin hier draußen. Okay, ich würde jetzt vorschlagen, Speicher. Ja. Okay. Und dann, bevor meine Stimme noch mehr stirbt, werde ich hier Schluss machen. Bis zum nächsten Mal.